Kahn Ayhan kommt gerade aus der Kabine. Ich kann mir vorstellen, es ist extrem bitter, wie es heute gelaufen ist. Ab der Runde der 70. Ihre erste Einschätzung nach dem Spiel. Ja, natürlich sind jetzt gerade viele lange Gesichter in der Kabine. Zu Recht, glaube ich, auch bei dem, was heute meiner Meinung nach drin gewesen ist. Ich glaube, so das Feedback, was ich auf dem Spielfeld hatte, auch von den Fans. Wir haben die mitgenommen, glaube ich, die ersten 70 Minuten. Und dann kommt Bayern meiner Meinung nach zu einer großen Chance. Und danach geben wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand, nutzen unsere Chancen auch in der ersten Halbzeit nicht, aber vor allem in der zweiten Halbzeit eine große Chance nicht. Und wir haben gerade auch schon untereinander gesprochen gegen Bayern. Wenn du so ein gutes Spiel über 70 Minuten machst, dann musst du es in den ersten 70 Minuten auch möglichst musst du in Führung gehen. Wir haben es offen gehalten und wurden dafür heute bestraft. Warum hat es vor der 73., vor dem zweiten Tor, was Sie angesprochen haben, was hat noch gefehlt? Wo hätte es noch besser klappen müssen? Ja, ich meine, ein perfektes Spiel gegen Bayern ist sehr, sehr schwierig. Wir waren heute sehr gut, glaube ich. Sehr guter Gegner, auch auf Augenhöhe für Bayern. Aber sonst, was ich angesprochen habe, ich glaube, um das Spiel dann zu gewinnen, musst du eben die großen Chancen auch nutzen. Das haben wir nicht hinbekommen. Bayern umso besser auf der Gegenseite. Und wie gesagt, das ist in der Champions League, ich meine, das hört man oft, aber wir haben es heute erfahren, leider wird sowas halt eiskalt bestraft. Sie sind jetzt seit diesem Jahr beim Club. Beschreiben Sie mal insgesamt, wie ist es denn, trotz der Niederlage heute hier zu spielen? Ja, ich meine, emotional ist es natürlich, gibt wenige Plätze, glaube ich. Ich kenne keinen anderen zumindest, wo es besser ist oder auch emotionale, wie gesagt. Sonst auch dieses Jahr mit den Ambitionen, die der Verein und die Ziele, die der Verein sich gesteckt hat, ist natürlich auch der Druck umso größer für uns. Aber nichtsdestotrotz in dieser Stadt dann diesen Beruf ausüben zu dürfen, ist natürlich eine Riesensache. Und ich habe gerade auch schon mit ein, zwei Bayern-Spielern gesprochen. Wenn die mal irgendwann Lust haben, wäre die Tür, glaube ich, offen für uns, für die. Und sie hätten auch Spaß dran. Also es gibt noch anderes hier neben Fußball. Dankeschön erstmal.